Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Hi Luke. Moin. So, bei uns ist heute der 17.01. Es ist noch kein neues Update raus. Das heißt, wir sind immer noch auf unserer alten Base. Und der kleine, dicke Mann hat letztens ein bisschen übertrieben. Nach einer Feier war ich ein bisschen kreativ. Luke, du kannst dich jetzt umdrehen. Ach so, okay. Heiliger Boost. Was läuft hier denn ab? Kannst ja mal mitkommen. Was Alkohol nicht alles so anstellt, ne? Ja, also ich war nicht betrunken, ich spiele nicht betrunken, genauso wie ich auch nicht betrunken fahre, außer S-Bahn. Steht da Oil Boo? Nee, oben steht Oil, weil ja. Oben ist halt noch Ölbereich und darunter soll Bumm stehen, aber wenn ich jetzt richtig Bumm hätte machen wollen, wären die zwei M's extrem breit geworden und ich hab's ein bisschen wie in Hollywood gemacht, wenn du dir die Rückseite anguckst. Moment. So. Aber das Bumm soll schon die Richtung weisen, wohin es heute geht. Denn wir brauchen sowieso gerade fürs Gewehr noch die Nobelisten. Da habe ich jetzt auch schon die Mats gerade einstecken. Aber wenn du dir die Rückseite anguckst. Aber ich glaube, wir werden diesen Platz auch brauchen. Oh ja. Das heißt, wir müssten hier bloß noch ein bisschen voll fundamentieren. Mhm. Allerdings habe ich noch ein kleines bisschen mehr vorbereitet. Bitte folge er mir. Ja, okay. Also nur vorbereitet, gespannt. Noch nicht durchgezogen. Wegen der farblichen Entscheidung, das habe ich jetzt erstmal nur so gemacht, weil ich den Kontrast cool fand. Wir können natürlich das Gebäude nochmal anders einfärben. Mhm, ja, alles gut, das können wir so lassen. Ja. Also meinetwegen. Das ist gut. So. Was hat er jetzt noch gebaut? Nur ein bisschen. Nur schon mal vorbereitet, schon mal ein bisschen Grundstein gelegt sozusagen. Und schon mal das nervige Thema ein bisschen beseitigt vorher. Okay. Ja, wir haben hier drüben nämlich noch 4 unreine Erzvorkommen. Ja. Und da hinten, da oben auf diesem kleinen Türmchen, ist schon die Schwefelader angeliefert. Ach, Schwefel. Ja. Sprich, wenn man kombiniert, dass wir hier so ein bisschen das Metall rausholen, was wir bräuchten für Signalisator, Nobelist und was nicht alles. Also alles, was wir brauchen, um halt Munition für das Gewehr herzustellen und diese Nobelisten, dass wir die immer mal in so einem kleinen Container vollständig haben. Sozusagen. Ja, so. Und das dachte ich mir, das schaffen wir doch bestimmt in einer Folge, vielleicht auch zwei Folgen, dass wir jetzt unsere Waffenfabrik anfangen. Ja, siehste, machen wir. Ist doch super. Munition wird überproduziert, ist wichtig. Ja, also ich meine, bevor wir ans Uran gehen, machen wir uns natürlich erstmal an die Waffen, damit wir auch Uranwaffen machen können. Uranwaffen. Gut, na, dann kann ich jetzt schon mal aufschreiben, wie die heutige Folge heißen wird. So. Atombomben. Genau. So, das Problem ist jetzt aber, die Nobelisten sind doch nicht so einfach herzustellen, wie ich eigentlich dachte. Ich muss mal kurz scrollen. Denn für die Nobelisten selber braucht man für einen Nobelisten 5 Schwarzpulver, ja. Was wiederum aus einmal Kohle und zweimal Schwefel gewonnen wird. Dann braucht man noch Stahlrohre, die wir zum Glück in Überproduktion haben. Und Signalisatoren, die wiederum aus Stangen, Platten, Draht und Kabel hergestellt werden. Und das ist ein bisschen sehr aufwendig dann. Das heißt, wir werden von hier aus bis rüber zur Waffenfabrik so eine ganze Produktionsreihe ziehen müssen. Macht's eigentlich Spaß? Ja. Wieso? Hey, warte mal, so kann man doch richtig hochfliegen, oder? Weiß ich nicht. Also, du kannst eigentlich nur so hochfliegen. Ach so, ja klar, dass du erst dann fliegst, wenn mein Tank alle ist. Stimmt. Bleib aber stehen. Was? Warum? Nein, ich lass mich nicht besteigen. Ich will das jetzt ausprobieren. Nein! Ja, es klappt, es ist physikalisch möglich, fertig. Ich will das jetzt ausprobieren. Nein! Geh weg! Ich will das aber! Geh weg! Ich will aber. Geh weg! Ich. Wie so eine Biene, jetzt. Geh weg! Lass mich das doch jetzt ausprobieren hier. Nein! Warum bist du denn jetzt so? Geh weg! Doch sonst nicht so. Kuckuck! Aua, verdammt! So. Aber komisch, beim ersten Mal hast du mich auch getroffen, aber ich bin nicht umgefallen. Ach, ich hab dich doch getroffen. Ja, ja. Dachte, aber irgendwie war die Physik da ein bisschen out of order. Ja, die hatte keinen Bock diesmal. Jo. Gut, dann würde ich jetzt hier schon mal ein paar Wände hochziehen. Ja. Nur schon was mal. Was soll ich denn jetzt zuerst machen hier? Mats holen. Was genau?
Na, was wir so generell brauchen dann. Für Miner und so? Ja. Oder du könntest noch schon mal netterweise auf der Karte noch mal gucken bezüglich eines Kohlevorkommens, denn sämtliche Kohle, die wir bereits angeschlossen haben, ist ja nur ganz minimal in Überproduktion. Wenn wir das jetzt hier ableiten würden für die Waffenproduktion, das wäre dann doch ein bisschen sehr krass, glaube ich. Deswegen wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir noch mal eine weitere Kohle anschließen. Dazu bräuchten wir ja dann noch zwei weitere mobile Miner, denke ich. Ja. So, Moment, hier muss ich erstmal gucken. Und dann brauchen wir ja hier drüben auch noch die mobilen Miner für das unreine Zeugs hier. Mache ich hier. So. Ich glaub, das also brauchen wir insgesamt 8 mobile Miner oder was? Dann 10, wenn du alle 4 anschließen willst. Ah ja, okay, 10. Ja, weil wir brauchen ja einmal Kohle und die 4-mal Metall. Okay, ich baue einfach jetzt mal 10 mobile Miner. Okay. Ansonsten haben wir sie halt auf Vorrat. Wenn wir jetzt sehen, okay, einmal Eisen würde reichen. Aber ich glaube es nicht, weil wir aus Unrein bekommen wir mit MK2, glaube ich, nur 60 die Minute raus. Und daraus Platten und Stangen herstellen, wird dann doch schon wieder ein bisschen tricky, glaube ich. Aber ich meine, gut, wir müssen es nicht auf 100% Effizienz machen, ne? Hauptsache, wir kriegen die Sachen raus. Wir kriegen welche, ja, ich wollte gerade sagen. Gut, da fällt mir aber gerade ein, ich habe total Mist gebaut jetzt, mehr oder weniger. Ich wollte ja erstmal die Nobilisten freischalten, damit wir uns das Gewehr im Allgemeinen freischalten können, um zu gucken, was wir denn für die Munition brauchen. Haben wir denn schon 50 Nobilisten? Ich habe die Mats gerade im Inventar. 50 Obelisken? Nobilisten? Für das Schwarzpulver, für die Nobilisten habe ich jetzt schon Schwefel gesammelt, Kohle gesammelt, sogar ein bisschen mehr Kohle, keine Ahnung, wo die schon wieder herkommt. Und der Rest geht relativ easy, wenn ich halt noch die Signalisatoren dann mal auf die Schnelle fertige. Obwohl es sein kann, dass ich die schon angefertigt habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war ein bisschen neblig an dem Tag. Nacht. Okay. Also leicht verschwommene Erinnerungen dran. Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. So, und jetzt bist du an dem dran, dann gehe ich an dem da hinten dran. Nee, warte mal, wir haben ja bloß den einen. Na egal. Schwarzpulver kann ich auch hier klöppeln. Pulver, jo. Gut. Ansonsten haben wir uns jetzt überlegt, eigentlich war ja schon zum Dezember 2019 das Update 3 angekündigt, was allerdings nochmal verschoben wurde auf erstmal ohne festgelegte Zeit. Deswegen rechnen wir jetzt eigentlich jeden Tag damit, dass es soweit ist. Und wir wollen jetzt aber natürlich noch so schnell wie möglich den Content aus Update 2 zeigen. Also sprich noch richtig Züge installieren und noch das Atomkraftwerk noch installieren, wenn es geht. Und dafür wiederum brauchen wir auch gleichzeitig wieder die Züge, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr habe, nochmal mit einem Explorer diese Route einzurichten für Uran. Dann lieber würde ich einen Zug einrichten, der das Uran herbringt. Dann ist es ein Uranzug. Uranzug. Wenn es ein atomangetriebener Zug wäre, das wäre schon wieder cool. Ja, das hätte schon was. Oh, Stahlrohre sind wir voll, ne? Möchte ich meinen, ja. Ja, sind wir. Gut. Ein bisschen was an Stahlträgern hatte ich jetzt noch verhunzt gehabt, also verbaut gehabt für die Schwefellinie. Die habe ich dann erstmal rüberziehen müssen zur Kohlelinie, die wir da schon mal angeschlossen hatten. Ja, aber gerade so für die Produktion reicht für, ich glaube, weitere Stahlträger waren das, ne? Ja. Ja, bevor ich das davon? Da wieder abzweige, dachte ich mir, nee, machen wir jetzt lieber nochmal eine extra Route fertig hier. Wie viele Stahlträger haben wir denn jetzt? Müsstest du mal reingucken. Wie gesagt, ein bisschen was habe ich verbraucht gehabt, aber ich habe ja auch nochmal einige Stunden gespielt gehabt. Und nur eine Reihe fehlt, also fast voll. Oh, sehr schön. Ja, heute habe ich auch nochmal eine halbe Stunde so nochmal laufen lassen. Wo sind denn die Kohlevorkommen? Oder was meinst du, welche Vorkommen? Doch, Kohle sollte ich mit anschließen, ne? Genau, also zum einen kannst du auf die Karte gucken, ob wir da noch irgendwo einen Signalisator zu stehen haben. Und zum anderen kannst du ja C drücken. Ja, das ist richtig. Aber haben wir nicht... Wir haben doch erst Kohle rübergeholt, oder nicht? Ja, für die Stahlträger. Ja, aber da haben wir doch noch Minen, die nicht benutzt werden. Ey, stimmt, du hast recht. Stimmt, wir hatten ja nur eine Linie angeschlossen, das habe ich total vergessen. Ja, herrlich. Ach, stimmt ja, ich habe die Signalisatoren schon fertiggestellt. Och, bin ich gut. Ich bin so gut. Ja, wenn der Nebel nicht wäre. Passiert.
Apropos Nebel, da ja in den nächsten Wochen allerdings wahrscheinlich sowieso die Livestreams beginnen, können die Leute jetzt gerne auch erfahren. Dreams. Dass ich auch eine lebende Nebelmaschine bin. Sag mal, ja. Du bist jetzt ja unerhört hier. Ja, wieso? Nur weil jetzt du gerade nicht kannst, wa? Ja, richtig. Jetzt kriege ich hier Schmacht und du rauchst hier eine. Kann nicht sein, ne? Ja. Ich meine, in den Livestreams wird sich das nicht vermeiden lassen, weil bevor ich dann wieder Pause mache und die Leute vor einem Bildschirm sitzen, wo sich nur das Spiel bewegt und ich nicht, weil ich nicht da bin. Von daher. Außerdem habe ich, glaube ich, schon mal in der ersten Staffel bei Alex, wo wir mal nochmal schnell was durchziehen wollten und es war schon nachts um drei oder so, dann habe ich nochmal da auch schon mal eine geraucht gehabt. So, und Obelisten sind fertig. Zack. Modulare Rahmen habe ich dir jetzt nicht hergestellt. Kleiner Schuft. So, soll ich dir eigentlich dieses Eisenvorkommen da abbauen, damit die da auch. Hier, du weißt schon, was ich meine? Ja, das konnte ich nicht, weil mein Inventar so ziemlich voll war vorhin. Ja, dann mache ich das mal eben. Also, es war so ziemlich ganz genau extrem voll vorhin. Ich konnte noch nicht mal mehr genügend Schwefel mitnehmen für die Schwarzpulver-Geschichte hier. Wo sind denn die Kabel zu hin? Ach, im Übrigen, der Explorer für die Kristalllinie läuft jetzt wieder vernünftig. Ich musste einmal Sprit nachfüllen und dann ging's. Was mache ich hier? Ah, okay, dann ist ja gut. Ja, war irgendwie komisch, aber jetzt geht's halt wieder. So, dann brauchen wir noch 3000 Draht. Draht. Oh, es haut jemand durch hier. Eins. Okay, das ist schade. Hier, die einen Vorkommen da sind zu tief. Sind zu tief? Schade. Ja. Ja, na gut, dann hau halt das Fundament da weg. Wir machen eh eine Verkleidung drum und fertig. Ja, ich habe noch eine Idee. Ja, wäre. Ja, warte. Ich probiere das jetzt mal aus, ob man da vielleicht Fundamente drunter setzen muss oder so. Oh, okay, das kann natürlich auch sein. Ja, das habe ich vielleicht, jetzt nicht probiert. Genau, vielleicht geht das. Boah, mir ist schwindelig, ey. Was? Wieso? Ja, ich bin unterzuckert. Okay. So. Ist jetzt nicht so Entzug, weil ich hier rauche und du nicht? Nein. Also so schlimm ist nun noch nicht hier. Okay. So, ich nehme mal stark. Ah, na stimmt, ich habe kein Jetpack mehr. So. Hast du jetzt irgendwo drauf geklatscht, wie so eine Fliege? Nee, ich bin weggeschleudert worden. Ich wollte eigentlich gegensteuern, also gegenfliegen, aber bin dann von dem Dings weggeschleudert worden, von dem Dingensbummens da, weiß schon. Wie hieß es denn? Förderband. Okay, dann muss ich mal eben auf die. Interessant. Okay. Alles gut. Muss ich mir mal eben doch noch ein Rezept für den 50 modularen Rahmen fertig machen. Ich dachte, ich habe die schon irgendwo abgelegt, aber falsch gedacht. Moment, bin dran vorbeigesaust. Jo. So, eins. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach Gottchen, du ahnst es nicht. Ne? Hallo? Warum will er jetzt nicht? Oh Mann, Jesus Gott. Echt jetzt? Was ist denn jetzt los hier? Und wir spinnen gerade das Rezeptebuch bei mir. So, jetzt geht's wieder. Verstärkte Platten, hatten wir die auf Vorrat? Ich glaube, wa? Ich weiß es gar nicht. Ansonsten kriegt die schnell zusammen. Sehe gerade. Müsstest du mal gucken. Ja. So, ich wechsle jetzt wieder auf Flugmodus. Ist das schön, schnell zu rennen, aber Flugmodus ist einfach angenehmer. So, gehen wir mal in die erste Etage rein hier. So, Stärkte. Nein, tatsächlich nicht. Stimmt, die waren ja das Problem dafür, dass halt die modularen Rahmen nicht auf 100% laufen konnten. Gut, dann gehen wir nochmal durch. Schrauben, 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 Schrauben. Haben wir gleich wieder eine Leistungsspitze im Strom. Stangen, bitte, danke. Immer noch ein paar mehr, weil wir brauchen die auch nochmal so. So. Inventar ist voll. Moment, wenn ganz voll ist, doof. So, ein Slot brauchen wir nämlich noch für die modularen Rahmen.
Und ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es langsam mal angebracht, wenn wir sowieso immer wieder mal manuell noch was klöppeln müssen, uns noch ein, zwei Werkbänke mal so in ein, zwei Gebäude reinstecken. Ja, das klingt nach einem Plan. Machen wir dann mal offscreen. Demnächst. Heute Abend wahrscheinlich nicht. Wir produzieren jetzt auch für die ganze nächste Woche vor. Also jetzt eigentlich schon für morgen den Samstag und dann bis hoffentlich nächsten Sonntag. Mal gucken, wie weit wir kommen heute. Wenn irgendwann die Luft raus ist, dann ist sie raus. Ach du Kacke, du ahnst es nicht. Reicht ja nicht. Muss ich nochmal eine Tour laufen? Aber gut, dann gibt's jetzt halt ausnahmsweise mal eine Folge, wo ich manuell kloppel. Dann ist es so. Ja, komm mal. Ja, und in der Zeit kannst du halt fleißig schon mal die Kohle darüber führen. Ja, ich baue hier gerade die Miner fürs Eisen auf. Ja, ist natürlich wunderprächtig ist das. Das Schöne ist ja, dass wir halt schon mal die eine Linie gelegt haben. Da kannst du dich ja dann direkt an dieser Linie orientieren, die halt genau da hinten auch schon lang vorbeiläuft. Ja, das mache ich. Holt sich hier schon mal die eine Sache zusammen. Ah, da kommen jeweils immer drei raus, deswegen. Ich bin schon gewundert. Aber cool. Fällt mir. So, jetzt fehlt es wieder an Schrauben. Ja, und ich Depp. Jetzt sehe ich gerade, was ich falsch gemacht habe. Ich habe Stangen mitgenommen, obwohl ich Platten brauche. Okay. Und nein, nein, ich bin heute nüchtern, keine Sorge. Alles klar, dann ist ja gut. Das sind so die typischen Denkfehler nach einer 40-Stunden-Woche. Ich meine, das könnte schlimmer sein, das könnten nur 60 Stunden sein. So. Zack, zack, zack. Das ist nicht mal ganz schade. Ich noch einen Teil davon. So. Drehen wir hier nochmal durch und dann nehmen wir hier die Platten auf. So. Dann werde ich jetzt einfach mal hier vorne. Andersrum. Werde ich einfach hier zwischen. Boah, why not? Du musst eh kein Explorer mehr durch. Achso, Mensch, die Schrauben, ja klar. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Wo seid ihr? Orientierung. Oh, ich hab dein was? Fundament ein kleines bisschen umbauen müssen, damit die Miner da drauf können. Kein Thema, alles in Ordnung. Haben wir denn hier nicht. Haben wir keinen Container für Schrauben? Ich doch, in der Etage irgendwo. Ach, hier drüben. Ach, okay. So. Gucken, ob ich schneller manuell klöppel, als das Lager wieder voll läuft. Stimmt. So. Ja, zum Glück noch selektiert. Mal gucken, wie viele können wir jetzt noch? Oh ja, doch, das könnte noch reichen. Da bin ich ja mal echt gespannt, was dann die Gewehre kosten und vor allem die Munition dafür. Aber die ja, Munition wird auf jeden Fall Schwarzpulver brauchen, gehe ich fest von aus. Höchstwahrscheinlich, ja. So. Da ist es soweit. Noch ausreichend zusammen, das ist auch super. So. Dann, Quatsch, kann ich ja gleich hier schon die Modularen herstellen. Wo sind sie? Da sind sie. Nehmen wir nochmal ein Schlückchen. Schlücki. Und sag mal, Luke. Ja. Ich hab's gesehen und gehört, dass du auch so ein Science-Fiction-Fan bist und selber auch so eine Playlist hast, gerade angefangen hast, vor ein paar Tagen, sage ich jetzt mal, von Star Citizen, ne? Ja, ja, das ist richtig. Erzähl doch bitte mal von dem Spiel ein bisschen was, weil dann können die Leute wenigstens was Interessantes hören, während ich Emanuel klöppel. Ich kann es versuchen, du musst mich aber unterbrechen, wenn es zu lang wird, weil Star Citizen, wenn wir das Thema jetzt anfangen. Ja, du kannst doch mal grob zusammenfassen, worum es geht. Ja, also Star Citizen ist im Allgemeinen, oder die Vision von Star Citizen, es ist leider noch ein Spiel, was nicht ganz fertig ist, wie das ja so üblich ist bei Robin.
Sonst würdet ihr davon auch nicht hören, glaube ich. Ja. Es ist ein Spiel, was noch in der Entwicklung ist. Es ist aktuell in der Alpha. Und also die Vision von dem Spiel ist ein MMORPG im Weltraum, Schrägstrich auf Planeten. Also ist jemand, der jetzt zum Beispiel Star Trek-Fan ist oder Star Trek gut kennt, damit kann man das relativ gut vergleichen, denke ich. Ja. Denn man kann sich im Endeffekt einen Charakter erstellen und mit dem dann quasi so eine Art Second Life führen in der Zukunft, könnte man so sagen. Und verschiedene Jobs erledigen, ob man da jetzt erkunden geht, wie es zum Beispiel das Raumschiff Enterprise da macht, hier bei Star Trek und Co. Oder ob man Bergbau macht oder ob man whatever, man kann eigentlich im Endeffekt alles machen. Kopfgelder jagen, alles Mögliche. Aber auf jeden Fall ist es ein Flugsimulator, Schrägstrich, Shooter, Schrägstrich, Rollenspiel. Was versucht, für jeden Sci-Fi-Fan irgendwie eine Basis zu bieten. Und das kann ganz schön abhängig machen. Okay. Nee, aber derzeit ist es in einem aktuellen Stadium, wo es tatsächlich auch schon Spaß macht zu spielen. Ja. Bin da schon seit ein paar Jahren bei, das war früher durchaus mal anders, wie so ziemlich bei jedem Spiel, was in der Entwicklung ist. Aber mittlerweile, es gibt noch keine voll persistenten Server, da arbeiten sie gerade dran. Das soll im Laufe der nächsten Monate kommen. Also auch in dem Spiel ist es so, dass bei einem großen Update immer noch die Datenbank einmal resettet wird. Mhm. Mhm. Aber das dauert nicht mehr lange, dann haben sie das auch im Griff. Und man kann mittlerweile zum aktuellen Stand schon sehr viel machen und auch sehr viel Spaß haben. Also die Raumschiffe, die sie drin haben und Fahrzeuge, die kann man komplett nutzen und bewegen. Man kann Bergbau betreiben, Aufträge erfüllen, rumfliegen, Kopfgeld jagen, Terroristen jagen, also in Anführungsstrichen Terroristen. Sehr schön. Weltraumverbrecher. Und mit dem nächsten großen Update kommt sogar das komplette Bounty-System, also das Strafensystem. Dann kann man auch verknackt werden. Ah, okay. Und du hattest mir ja letztens auch eine Sprachnachricht gesendet, dass ab Folge 15, dass man da wohl so richtig ins Sci-Fi-Leben einsteigt in diesem Spiel, ne? Ja, das stimmt. Die müsste ja nun jetzt diese Woche, glaube ich, jetzt während diese Satisfaction. Heute sogar. Ah, sehr praktisch. Ja, ja, ja. Also, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Ich halte noch mal das Schild hoch. Was für ein Schild? Nein. Oh nein, jetzt muss ich echt darauf warten, bis ich die Folge sehe? Ja. Oh. Ist ja morgen dann drin. Kannst ja morgen ja angucken. Aber nur kurz zusammengefasst, für alle, die so Sci-Fi-mäßig total drin sind und sich auch auf Spiele einlassen können, das ist nämlich auch wichtig, um das vollend genießen zu können. Schaut da gerne mal rein oder spielt es gerne auch mal selber, aber informiert euch ganz dringend vorher, sonst wird das ziemlich teuer. Schaut da gerne mal rein und dann, ihr könnt euch so mitreißen lassen, also selbst, man merkt das hoffentlich auch, wenn ich da spiele, also es gibt so manche Situationen, da bin ich einfach fast sprachlos, weil mich das so flasht als Sci-Fi-Herz. Mhm. Also ich habe mir jetzt schon die ersten 10 Folgen angeguckt und war auch optisch sehr beeindruckt von und auch von der Detailliebe von dem, was bereits schon drin ist. Man muss aber noch betonen, es ist kein vollständiges Spiel, es ist halt noch eine Alpha sogar, ne? Jo, richtig. Aber dafür, dass es eine Alpha ist, ist es schon deutlich weiter als manch andere Spiele, die sich in der Vollversion schimpfen. Das ist richtig, ja. Es ist übrigens seit 2012 in der Entwicklung. Uha, okay. Ja, da ist auch schon viel, viel Geld reingeflossen, wie ich aus deinen Videos erfahren habe. Jo. Und warum ich das überhaupt angesprochen habe, dass es jetzt ab Folge 15 losgeht, lasst euch bitte nicht davon abschrecken, dass der liebe Luke in den ersten 10 Folgen erstmal so auf die Basics eingeht. Das kann für den einen oder anderen ein bisschen langweilig sein, also wer sofort eine riesige, epische, galaktische Schlacht erwartet, der muss da erstmal drauf warten. Ja, ich wollte halt auch für die Leute, die noch gar keine Berührungspunkte hatten mit dem Spiel, genau. Den wollte ich auch eine Basis bieten, wo sie drauf aufbauen können. Genau, das fand ich auch sehr gut und deswegen habe ich es mir auch vollständig angeguckt. Auch wenn du in der einen Folge meinen Spruch geklaut hast. Was? Ich weiß. Du, wir müssen das mal im Griff kriegen, hier mit dem Rauschen im Teamspeak. Was? Genau, genau. Jetzt Draht und Kunststoff. Oh, jetzt muss ich hier mal ein bisschen, jetzt wird hier gefuscht. Ich sag's dir. Oha. Ja. Ich hab rausgefunden, wenn ich jetzt zuerst schon Shift gedrückt hatte, dann Rechtsklick. Ach, das geht.
Also, zuerst Shift gedrückt halten, dann Rechtsklick auf das Ding und dann die Menge hinzufügen. Das geht nämlich auch. Das habe ich in dieser nebligen Nacht herausgefunden. Interessant. Ja, weil ansonsten habe ich nämlich immer erst einmal ein Objekt zu der Rezeptliste hinzugefügt und dann auf Shift und dann die 10er-Schritte hinzugefügt. Und das war auf Dauer gesehen doch ein bisschen nervig, weil ich dann nochmal das Rezept an sich nochmal korrigieren musste. So, jetzt muss ich mal gucken. Kunststoff? Wo bist du? Leuchtet aber sehr stark blau heute hier. Ob bestimmt da gerade Vollmond ist. Die Schrauben sind gerade extrem am Leuchten hier und Kunststoff auch. Extrem blaues Leuchten hier. Ja, manchmal ist da nachts, sind da irgendwie so Effekte drin, die man sich nicht ganz erklären kann. Mhm. Also es ist jetzt nicht hässlich oder so, aber... Nee, überhaupt nicht. Es war halt bloß so ungewohnt leuchtend blau. Mhm. So, und da haben wir ja unten noch ausreichend Draht. Dann klöppeln wir noch schnell die 40 Platinen zusammen. Ach übrigens, lieber Luke, ja. Die Gewehrmunition kostet tatsächlich nur Ballisten und Stahlrohre. Ein Schuss. Magazin. Okay, alles klar. Ja, also ist dann wie so eine Art Sturmgewehr. Ich freu mich. Weiß jetzt nicht, wie viele Schuss drin sind pro so ein Teil. Und vom Rezept her muss ich nochmal gucken. Ich glaube, man produziert daraus gleich mehrere Sachen, also mehrere Magazine. Moment, Teile. Kann ich mir gut vorstellen, sonst wäre das ziemlich teuer auf Dauer, glaube ich. Also ein Nobelist und 4 Stahlrohre macht 4 Magazine. Aber wie viel Schuss da jetzt drin sind, ich vermute mal so 20, 30, höchstens 50. Okay. Da sind die Drahtdinger. So, wie viel Draht brauchen wir? So viel und dann nochmal... 100 davon. So. Zack. Ein bisschen Platz eingespart hier. Wieder massenweise Schrauben im Inventar, aber... Ey, nein, andere Richtung. Danke. Das ist blöd, wenn das Förderband schon steht, weil alles voll ist und man nicht weiß, in welche Richtung es fährt. So, wir können noch mal ein bisschen auf den Strom gucken. Ja, die Hälfte unserer Kapazität haben wir bereits. Ja, dann hauen wir einfach ein paar Kraftwerke nach, würde ich sagen. Jo, naja, ich meine, die Waffenfabrik wird auch nochmal ordentlich was liefern hier. Forschung hatten wir jetzt nichts mehr übrig, ne? Genau, wir könnten jetzt höchstens noch Supercomputer machen und weitere Festplatten. Supercomputer müssten wir aber erstmal zusammenschrauben. Ach Quatsch. Ich war hier im Ausrüstungsdock, aber ich wollte doch an die Werkbank. Nee. Echt jetzt? Ach so, nee, alles gut. Jetzt war ich gerade schon wieder verwirrt, weil ich hier 2 Rezepte auf einmal drin habe. Ah, doch, verdammt. Ich habe zu viele Platinen ins Rezept gegeben. Egal. Haben wir welche auf Vorrat. Für später mal. Du, überproduzieren können wir ja beide gut, ne? Ja, das auf jeden Fall. Oh, da kommt der Miner dahin. Ich mache jetzt erstmal die 2 Gewehre fertig. Ja, Gewehr. Dann gucke ich, was noch übrig bleibt und hau dann noch ein bisschen Platin fertig. Ja, bestimmt noch für irgendwas brauchen werden später. Du, die werden nicht schlecht. Die werden einfach nicht schlecht. Mhm. Platin. So, in Kiste 4 liegt dann dein Gewehr schon mal, aber noch ohne Munition. Leg meins auch schon mal dazu, damit ich ein bisschen mehr Inventarplatz habe. Aber wie gesagt, noch ohne Munition, dafür müssten wir erstmal die Nobelisten-Linie fertig kriegen. So, dann klappe ich jetzt hier nochmal eben ein paar Platinen fertig. Ja, ich will echt nicht wissen, was ich da für ein Rezept zusammengestellt habe. Ich habe 100 Platinen jetzt hergestellt insgesamt. Statt 40. Und ich weiß nicht warum. Okay. So, dann müssen wir gleich noch ein paar Wände ziehen. Bitte was? Dann müssen wir gleich noch ein paar Wände dazuziehen. Oh, du bist gerade sehr leise. Schnee im Sommer? Dann müssen wir gleich noch ein paar Wände. Bin ich wieder normal? Jetzt bist du einigermaßen wieder normal, ja. Wieso einigermaßen? Ich hau mein Mikro gleich, warte mal. Bin ich jetzt wieder normal? Jetzt bist du wieder normal. Sehr schön. Also wir müssen gleich noch ein paar Wände dazuziehen. Ich habe den Boden ein wenig so angepasst, dass wir die Miner auch bauen konnten, weil auf den hohen
ging das teilweise nicht auf den hohen Fundamenten. Auf den hohen Fundamenten? Hohen. Ach so. Nein, wie verhört, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Doch ein Alkoholproblem? Nein. Okay. Das ist so ein Rauschen im TS, deswegen. Also, wir müssen uns da echt mal drum kümmern. Das Rauschen, das ist echt aggressiv, sag ich dir. Ja. Ein Glück, dass die Zuschauer das nicht hören. Nee, das ist wirklich, also Teamspeak und Discord, die haben so eine krassen Probleme, also... Ja, immer wenn irgendjemand was nicht Kluges sagt, rauscht das da wie verrückt. Aber was ich sagen wollte ist, die Wände müssen wir gleich neu ziehen oder noch dazu ziehen welche. Und ich bin jetzt erstmal auf dem Weg und hol Öl. Andersrum, Kohle. Hartes genau. Öl. Mach das mal. Während du das machst, obwohl die Folge jetzt eigentlich schon zu Ende ist, aber ich habe gerade gesehen... dass unser großer, fetter Container an Computern fast voll war. Das heißt, damit wir jetzt schnellstmöglich jetzt endlich mal an Tier 7 und 8 kommen. Tschüss, Aufzug! Oh, Weltraumlift? Weltraumlift. Das hat ja jetzt gedauert, ey. Bis wir den mal hochgeschickt haben. Naja, ich hatte letztens, ich war unterwegs und habe das Spiel einfach mal laufen lassen, damit halt die ganzen Produktionen mal ein bisschen voll laufen können. Muss ich gestehen, da habe ich mal ein kleines bisschen geschummelt. Aber wir wollen halt euch so schnell wie möglich noch den ganzen Content zeigen. Bevor das nächste Update kommt und wir dann von vorne anfangen müssen. Ja, ne, schummeln ist das nicht. Ich meine, das ist ja eine automatisierte Produktion. Das Spiel kann ja nichts dafür, dass es nicht weiterläuft, wenn das Spiel aus ist. Ich sag mal, in echt, wenn du was automatisiert produzierst, hört es ja auch nicht auf zu produzieren, wenn du ins Bett gehst. Das stimmt eigentlich, ja. So, und damit haben wir dann jetzt auch das Maximale erreicht, was den Weltraumlift angeht, weil hier steht jetzt auch wirklich drin, all available in Early Access. Die nächsten Stufen. Und das heißt, wir können jetzt nur noch am Ende der Folge... noch in die Meilensteine reingucken. Was denn? Moment, 8 nicht? Nur 7? Oh! 7 ist auch schon nicht erreichbar. 8 ist auch schon nicht erreichbar? Nee, ist gar nicht. Okay. Dann ist das schon in der experimentellen. Wie meinst du das jetzt? Na, dann 7 ist 8, geht aber. Na, 7 ist jetzt verfügbar für uns, aber 8 nicht. Obwohl wir jetzt 7 und 8 mit dem Lift freigeschalten haben. Ja, du dann. Vielleicht kommt ja dann 8 jetzt mit der nächsten Version. Also, Atomkraft. Da haben wir Atomkraftwerk, Uranzelle, elektromagnetische Steuerstange. Was? Kernbrennstab, Schutzanzug, dass wir Uran scannen können, dass wir Katerium-Erz scannen können. Hä? Das konnten wir doch vorher schon. Durch die Forschung. Das muss hier noch irgendwie doppelt gemoppelt sein. Oder können wir das noch nicht scannen? Doch, können wir. Habe ich schon geguckt gerade. Ja, können wir scannen. Haben wir ja durch die Forschung freigeschalten. Moment, wir gucken da weiter rein. Und, Iodine-Infused-Filter. Also sprich, dass du halt auch atmen kannst dann im Urangebiet. Sehr schön. Kann man mit den Filtern auch in Gift atmen? Nee, dafür hast du nochmal extra diese Filter für Giftgas und so. Das wäre noch auf Stufe 6 an der Gasmaske. Da hast du andere Filter. Die sehen sogar anders aus. Okay. Ja. Schade, ich dachte, das wäre irgendwie so ein kombinierter Kram. Dann haben wir noch Bayer-Verfahren. Was? Was ist das denn? Bayer-Verfahren? Kann man damit Medikamente bauen? Das ist Miner MK3, Förderband MK5, Förderlift 5, Aluminiumbarren. Wahrscheinlich brauchen wir für MK5 dann Aluminium. Dann Alklatt-Aluminium-Sheet. Whatever. Dann komischerweise nochmal ein Scanner-Update Rohquarz. Batterien herstellbar. Turbomotor herstellbar. Funksteuerungseinheit herstellbar. Kühlkörper herstellbar. Es würde mich nicht wundern, wenn wir für die MK3-Miner Batterien, Kühlkörper und so weiter benötigen. Oder aber für die Supercomputer. Klingt plausibel, ja. Obwohl mir gerade einfällt, sag mal, wo sind eigentlich die Supercomputer zum Herstellen? Bestimmt im Fabrikator. Haben wir die schon freigeschaltet? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Nö. Doch. Hier. Katerium-Elektronik ist Supercomputer. Okay. Gut zu wissen. Aber Robin? Ja? Stell dir doch mal unsere Rampen mit Förderband Mark 5 vor. Die Rampen, die wir am Anfang der nächsten Folge bestimmt mal zeigen werden. Ja. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch bitte mal ein, zwei Klicks bei dem Luke da. Guckt euch das mal an, ob euch das gefällt. Und vielleicht bleibt ihr dann auch länger da. Das wäre sehr schön. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaltet doch morgen wieder rein.
Ciao. Tschüss.